Oskar Lafontaine war bei Journalistin und Moderatorin Milena Preradovic zu Gast. Also wer den Kanal Preradovic noch nicht kennt, hab dann einen neuen schönen Interviewkanal gefunden, auf dem jede Woche ein neues Interview erscheint. Dieses Mal, wie eben gerade schon gesagt, mit Oskar Lafontaine. Der Titel des Interviews ist Kiesewetter noch bei Sinn. Und ich gehe mal davon aus, dass es um Kiesewetters völlig irres Zitat geht, dass der Krieg nach Russland getragen werden müsse. Naja, ich will gar nicht lange drum rumreden. Lasst uns einfach anfangen. Sie kurz vor. Sie sind Diplomphysiker, Politiker, Publizist und Buchautor. Sie waren 1990 Kanzler. Hey, ich wusste bis eben gerade gar nicht, dass Lafontaine Physiker ist. Kandidat der SPD von 1995 bis 99 SPD-Vorsitzender. Sie merkt es wahrscheinlich, ich habe mir das Interview vorher noch nicht angesehen. Also auch für mich ist das hier jetzt komplett neu, was ich höre. 1998 wurden Sie Finanzminister im Kabinett Schröder, traten dann aber ein halbes Jahr später nach Streit um den inhaltlichen Kurs zurück, gaben Ihr Bundestagsmandat auf und den SPD-Vorsitz zurück. 2005 traten Sie dann aus der SPD aus, gründeten die Wahlalternative WASG, die zusammen mit der PDS 2007 zu Die Linke wurde. Dort waren Sie mit Gregor Gysi Fraktionsvorsitzender und mit Lothar Bisky Parteichef. Ab 2009 haben Sie sich schrittweise aus der Bundespolitik zurückgezogen und waren dann bis vorletztes Jahr Fraktionsvorsitzender der Linkspartei im Saarland. Im März 2022 sind Sie aus der Partei ausgetreten. Jetzt sind Sie in die Partei eingetreten, die Ihre Frau gegründet hat, das Bündnis Sarah Wagenknecht BSW. Aber bevor wir dazu kommen, erst zu der aktuellen Situation, die sich ja im Grunde täglich hochschaukelt. Der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter hat jetzt gesagt, der Krieg muss nach Russland getragen werden. Militäreinrichtungen und Hauptquartiere müssen zerstört werden. Das ist eine steile Aussage. Was würde das bedeuten? Das würde tatsächlich bedeuten, dass der Krieg auch nach Deutschland getragen werden würde oder nach Europa. Insofern ist diese Aussage völlig verantwortungslos. Man muss sich allmählich fragen, ob dieser Mann noch bei Sinn ist. Ja, alleine dadurch, dass wir ukrainische Soldaten ausbilden, sind wir völkerrechtlich gesehen Kriegspartei und die Ausbildungslager sind ein Angriffsziel. Also man kann nur von Glück reden, dass die russische Führung eben nicht so irre ist, wie es unsere Propaganda eben immer behauptet. Aber wenn Russland das wollte, dann könnte es uns jetzt schon angreifen. Aber das macht Russland natürlich nicht, da Russland eben kein Interesse an einem Atomkrieg hat. Nicht. Ja, jetzt gilt er ja als überzeugter Transatlantiker. Glauben Sie, seine Aussagen spiegeln die amerikanische Politik wider oder die Wünsche der Amerikaner? Nein, das glaube ich nicht, denn die Amerikaner verhalten sich ja nicht so dumm wie die deutschen Sicherheits- und Verteidigungspolitiker und Außenpolitiker. Sie liefern Raketen etwa an die Ukraine, aber Raketen mit begrenzter Reichweite. Sie haben sich immer geweigert, Material zu liefern, mit dem also eben Russland, der Krieg nach Russland getragen werden kann. Das ist für mich bis jetzt eine Konstante der US-Politik. Umso verwunderlicher ist es ja, dass in Deutschland Politikerinnen und Politiker gibt und Journalisten, die so ahnungslos und unerfahren sind, dass sie so leichtfertig daherschwatzen, so als wüssten sie nichts von unserer Geschichte. Ja, ich habe ja generell den Eindruck, die verbale Kriegsspirale dreht sich immer weiter nach oben. Politiker aus ganz Europa inzwischen warnen vor einem Angriff Putins auf die NATO-Staaten. Ist das realistisch? Das ist unrealistisch, denn ich habe Putin bisher nicht als jemanden erlebt, der unkalkulierbare Risiken eingehen würde. Was würde es denn auch im Endergebnis bringen, wenn er andere Staaten angreifen würde, jetzt mal aus russischer Sicht? Insofern muss man eben die entscheidende Frage immer wieder stellen, wie kam es überhaupt zu diesem Krieg? Und der entscheidende Punkt wird ja gar nicht diskutiert. Russland möchte keine US-Raketen an seiner Grenze haben, die in 5 Minuten Moskau zerstören können. Jetzt ist Deutschland einer der Staaten, die die Ukraine enorm unterstützen, der größte Geber nach den USA und hat die Hilfen kürzlich von 4 auf 8 Milliarden verdoppelt. Die Franzosen sind da wesentlich geiziger, wie es die Tagesschau nennt. Warum gibt Deutschland so viel mehr als die anderen? Was glauben Sie? Geiziger, vernünftiger. Also warum sollte sich Frankreich immer tiefer in diesen Krieg involvieren? Es ist sowieso schon nicht in französischem Interesse, da überhaupt Waffen hinzuliefern. Aber
einen braven transatlantischen Bündnispartner spielen, ohne da jetzt zu tief reingezogen zu werden. Also trottet man mit, aber ich könnte darauf wetten, dass wenn andere europäische Länder sich diesem amerikanischen Kurs deutlich entgegenstellen würden, dass Frankreich dann nicht schreien würde, nein, wir wollen unbedingt weiter diesen Krieg in der Ukraine führen. Also Frankreich scheint den allgemeinen Trott, den fast alle Europäer gerade machen, mitzugehen, aber es ist nicht so ein eskalierendes Element wie die deutsche Regierung gerade. Weil die US-Politik sehr stark Einfluss nimmt auf die deutschen Entscheidungen. Man hat ja den Eindruck, dass der Bundeskanzler Scholz willfährig alle Vorgaben der USA erfüllt. Dieser Eindruck besteht ja spätestens seit der berühmten Pressekonferenz, in der Biden angekündigt hat, man würde die wichtigste Gasleitung Deutschlands zerstören, ohne dass der Kanzler irgendwie widersprochen hat. Und seitdem erleben wir ja, dass die Bundesregierung und auch die Opposition mit Herrn Merz an der Spitze so tut, als sei Deutschland eine Abteilung der USA, so gewissermaßen die Abteilung, die eben in noch stärkerer Form als die USA selbst Russland bekämpft und schwächt. Das ist alles überhaupt nicht nachvollziehbar. Es sieht so aus, als gäbe es kaum noch Leute in der deutschen Politik, die erkennen, was das deutsche Interesse ist. Das deutsche Interesse kann doch in keinem Fall sein, dass der Krieg zu uns kommt. Insofern muss alles unterlassen werden, was den Krieg zu uns bringt. Ja, wie sieht es denn mit der EU aus? Die EU unter Frau von der Leyen ist ja auch immer bereit, immer mehr Hilfen zu schicken, immer mehr aufzustocken. Mehr Hilfen, ich finde allein dieses Wort Hilfen schon zynisch. Also es wird natürlich immer verwendet und klar, es ist Geld, was an die ukrainische Regierung geht. Übrigens, 59% der Waffen laut der US-Regierung in der Ukraine, da hat das Pentagon keine Ahnung mehr, wo die sind. Die sind wohl irgendwo verschütt gegangen und treiben jetzt ihr Unwesen irgendwo auf dem Weltmarkt. Also wenn irgendwelche modernen US-Waffen bei Konflikten im Nahen Osten wieder auftauchen, dann ja, kann man jetzt, glaube ich, ahnen, woher die gekommen sind. Naja, aber dieses Wort Hilfen, also man schüttet da Geld in ein hochkorruptes System, das hilft in der Ukraine real niemandem, außer Selenskyj und seiner Clique. Und ja, die Ukraine, die blutet immer weiter aus. Der Großteil der ukrainischen Bevölkerung, der leidet darunter, dass der Westen dieses Land immer weiter in diesen sinnlosen Stellvertreterkrieg treibt. Also sinnlos aus Sicht der Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung. Aus Sicht dieser korrupten Clique um Selenskyj, die sich da gerade selbst bereichert und die irgendwie ihre Macht aufrechterhalten muss. Aus deren Sicht ist es schon sinnvoll, den Krieg noch eine Weile weiterzuführen. Und aus Sicht der USA sowieso, da man hier den geostrategischen Konkurrenten Russland schwächen kann, ohne dass amerikanische Soldaten sterben müssen. Glauben Sie, das liegt vielleicht daran, dass Frau von der Leyen auch Deutsche ist? Na, auf jeden Fall ist sie ebenfalls eine Marionette der USA wie der Bundeskanzler. Das muss man ohne jede Einschränkung sagen. Sie hat ja alles getan, um die Vorgaben aus Washington zu erfüllen. Und da ist es tatsächlich, das war ja der zweite Teil Ihrer letzten Frage, wohltuend zu sehen, dass die Franzosen bei weitem nicht so dumm sind. Man muss das ja heute so sagen, so fahrlässig wie die Deutschen. Sie liefern ein Dreißigstel, wiederholt die Zahl, von dem an Waffen, was die Deutschen tun. Also dieses muss doch jedem zu denken geben. Und der Schlüssel ist, dass Macron richtigerweise gesagt hat, wir sollten uns nicht in Kriege hineinziehen lassen, die nicht unsere sind. Und er scheint auch so zu handeln, das muss man eben anerkennen. Denn dieser Krieg der USA gegen Russland in der Ukraine ist ja nicht unser Krieg. Aber es läuft immer nach demselben Muster ab. Die USA beginnen irgendwelche Kriege. Man denke an den Fall Orient, zerbomben und zerstören die Länder. Die Flüchtlinge kommen dann in Europa, müssen also dann in Europa von den Staaten aufgenommen werden. Und sie müssen auch für die Kosten aufkommen. Und die USA ziehen sich irgendwann, wenn es nicht mehr passt, zurück. Flüchtlinge fallen nun mal in der Region an, wo die Kriege herrschen. Und wenn in der Ukraine Krieg ist, dann flüchten die Flüchtlinge halt nach Russland oder nach Westeuropa. Und in Syrien beispielsweise, da haben wir in Europa ja nur einen Bruchteil der Flüchtlinge abbekommen, die da geflüchtet sind. Da sind, glaube ich, über 10 Millionen Menschen geflüchtet. Davon sind, glaube ich, nur 2 Millionen in die EU gekommen. Also da hätte es durchaus noch schlimmer laufen können. Oder in Afghanistan, wo seit Jahrzehnten Millionen Menschen auf der Flucht sind. Dort ist ja auch immer nur ein sehr kleiner Anteil nach Europa gekommen, was angesichts der Geografie auch völlig logisch ist.
Also wenn aus Afghanistan Menschen flüchten, dann nehmen da logischerweise Pakistan und der Iran die meisten Flüchtlinge auf, einfach weil das die dortigen Nachbarländer sind. Die USA, also man kann den USA hier schon sicherlich mit Recht unterstellen, dass sie Kriege nicht direkt an ihrer eigenen Grenze beginnen. Also warum